Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur Bausatzvorstellung über den M1151 Enhanced Armament Carrier von Academy in 1.35 oder auch Humvee genannt. Heute möchte ich euch gerne den Bausatz vorstellen und euch zeigen, was ich mir von der Firma Legend Productions noch für Zusatzteile für den Bausatz geholt habe. Also viel Spaß! Fangen wir einfach mal mit dem Karton an. Auf der Vorderseite sehen wir eine wunderschöne Boxart mit dem Humvee in voller Bewegung. Auf dieser Seite sehen wir das fertig gebaute Modell mit allen Möglichkeiten, die Offengestaltung des Kofferraumes, Türen und hier die Darstellung des Innenraumes. Inklusive sind hier auch Foto-Ads-Teile. Hier sehen wir auch nochmal das Modell. Die Modellnummer ist die 13415. Auf dieser Seite sehen wir nochmal ein paar Hinweise in verschiedenen Sprachen, auch nochmal das Modell. Und hier auch nochmal die Boxart. Das Modell ist 15,2 cm lang und 9,5 cm hoch. Ich würde sagen, schauen wir rein. Der Karton öffnet Academy typisch nach oben. Was wir als erstes sehen, sind die Foto-Ads-Teile. Zettel mit Hinweisen, wie man etwas abbauen oder verändern soll. Natürlich auf Koreanisch. Bei einem anderen Zettel auch ein bisschen Deutsch. Und hier haben wir auch schon die Bauanleitung. Wundert euch nicht, ich habe schon einige Markierungen reingemacht, weil ich schon Farben bestellt habe oder geguckt habe, was ich noch für Farben brauche. Dann fangen wir mit der Bauanleitung an. Auf der Vorderseite haben wir eine Auflistung der Farben. Ich zoome mal ran, dass ihr das besser erkennen könnt. Diese Farben beziehen sich auf Mr. Hobby, Life Color, Hambrol und Testors Acrylic Paints. Hier nochmal ein Hinweis für die Foto-Ads-Teile, dass man CA-Klebstoff oder Sekundenkleber und ein Messer braucht für die PE-Teile. Auf den ersten Seiten sehen wir die Konstruktion des Fahrwerkes sowie die Antriebe. Polycaps kommen hinein, damit die Räder beweglich dargestellt werden können, der Leiterrahmen und der Auspuff. Die Bauleitung lässt sich so aufklappen. Hier geht es weiter mit dem Anbau der Fahrwerksteile, Stoßdämpfer, Kardanwelle, auch nochmal ein Tank, Bügel für die Auspuffanlage weiterhin, Werkzeuge, Heckstoßstange, Staubschutz, Anhängerkupplung. Die Reifen bestehen aus Gummi, zeige ich euch nachher, sind sehr schön geprägt, sind aus mehrteiligem Material. Anbringen der vorderen Abschlussstange, der Kühlergrill, Ersatzrad und da geht es auch schon mit der Konstruktion des Cockpits los. Da kommt der Scheibenrahmen, Armaturenträger, Sitze. Einbauteile wie Funk, Navigation, der Stand für den Gunner, Feuerlöscher, dann die vollgepanzerten Türen mit Panzerglas, die sich offen oder geschlossen darstellen lassen. Muss man hier mit einem Foto-Ads-Teil, das muss man leicht biegen, das wird das Scharnier der Tür, damit kann man sie dann offen darstellen. Dann Trennwand zum Kofferraum, dann kommt das komplette obere Aufbau. Kommt auf den Leiterrahmen, dann noch eine Antenne. Hier haben wir die Konstruktion des MG-Standes, auch mit Panzerglas. Wird dann oben auf das Dach gesetzt mit der Verzahnung und das Kaliber 50. Hier geht es weiter mit der Motorhaube, mit den Lichtern, Aufsetzen des Daches, Außenspiegel. Kofferraumklappe, noch zwei Kanister, Accessoires sind auch ein paar dabei. Und dann sind wir hier schon bei den Bemalungsvorschlägen. Einmal komplett in Wüstensand gehalten und einmal mit Flecktarn. Und auch ein Bemalungsbeispiel über Digitaltarn der Besatzung. Bei dem Bausatz liegen zwei Figuren bei, das werde ich euch gleich zeigen.
Ich werde den Humvee in Wüstentarn bauen. Leider sind keine Einheiten angegeben, so dass man sehr flexibel ist, wo man die Fahrzeuge einsetzen möchte. Ich werde dieses bauen und werde es dann in einem Irak-Diorama darstellen. Und auf der letzten Seite nochmal ein Überblick über die kompletten Gießäste. Die Wanne, das Dach, Teile vom Dach und des MG-Standes, Seitenteile, Fahrwerkskomponenten komplett, die Sitze, die Reifen, Foto-Ätzteile und Zubehör sowie die MGs. Nun schauen wir uns die Gießäste an. Dann öffnen wir den ersten Beutel. Hier haben wir die Polycaps für die Räder, dann den kompletten Innenraum, die Wanne, auch mit schönen Details versehen, wie noch einzelne Nieten und Verstärkungen und hier die geriffelte Ablagefläche im Kofferraum und die Unterseite natürlich mit ein paar Auswurfmarken, aber die wird man alle nicht sehen, weil dann der Leiterrahmen drauf kommt. Und die Motorhaube. Hier haben wir die ganzen Glasichtteile. Diese sind sehr klar, wie ihr sehen könnt. Und auch unterschiedlich dick. Das heißt, die Frontscheiben des Humvees sind dünner als die Panzerglasscheiben, die oben eingesetzt werden in den MG-Stand und in die Seitenscheiben. Das sieht man, glaube ich, sehr gut. Ein tolles Detail. Hier haben wir eine Tüte mit zum Rüstteilen und dem MG. Einmal das Browning Kaliber 50. Was ich sehr schön finde, wenn das der Fokus darstellt. Hier vorne, wo der Lauf vom MG reinkommt, der ist komplett ausgehöhlt. Da sind schon Löcher drin. Ein sehr tolles Detail. Dann haben wir hier noch verschiedene Läufe des MGs. Sogar mit angedeuteter Bohrung. Dann von einem Granatwerfer, den man optional noch bauen kann. Sowie einen schönen Munitionsgurt. Alles sehr scharf gegossen und keine Fischhäute. Sieht sehr toll aus. Bei den Reifen habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Das ist sicherlich schon aufgefallen. Diese bestehen nicht aus Gummi, sondern sind aus Kunststoff. Einige von euch wird es freuen, weil Kunststoff enthält nicht so viel Weichmacher wie das Gummi und dadurch verformen sie sich nicht später oder kleben dann. Der Detailgrad der Reifen ist fantastisch. Das Profil ist sehr gut zu erkennen, auch an den Seitenwangen. Wirklich sehr tolle Reifen. Und davon natürlich die A- und B-Seite, die man dann zusammensetzen muss. Nun kommen wir zu den größeren Gießästen. In dieser Tüte befinden sich zwei Stück. Fangen wir erst mit einem an. Hier ist ein Stück von der Motoraufhängung entgegengefallen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das Teil ist einmal frei intakt. Wenn es abgebrochen ist vom Gießast, ist nicht allzu wild. Dann haben wir hier den Gießast mit den Sitzen, Schaufeln, Abschleppösen, Teile für die Kanister, Feuerlöscher, Teile für den Innenraum, hier sind die Kanister. Auch die, muss ich sagen, sind sehr scharf gegossen. Sogar mit der Beschriftung Wasser und US ist zu lesen. Sehr scharf geprägt. Gefällt mir echt toll. Dann die Funkantenne, die aus einem Teil
gegossen ist. Die Sitze sehen toll aus, haben tolle Struktur. Das Lenkrad und Anbauteile für die Stoßstangen, Luftfilter und das MG-Panzerschild. Bei dem zweiten Gießast, der in der Tüte war, haben wir einmal hier den Leiterrahmen mit Teilen des Motors und des Verteilergetriebes, die Fahrradwellen, der Frontgrill des Fahrzeuges, Stoßdämpfer, die Aufhängung der Räder, dann die Felgen, die auch sehr detailreich gegossen sind, mit tollen Schraubenköpfen, Lenkgestänge, das Differential mit den Antriebswellen, Scheibenbremsen, für das Differentialgehäuse, Auspuffanlage, wirklich sehr gut gegossen und auch hier keinerlei Fischhäute. Der Bausatz macht einen sehr guten Eindruck. Kommen wir nun zur letzten. Hat ein schönes Grinsen drauf mit Sonnenbrille ohne Helm. Während der Fahrer noch etwas ausdruckslos guckt. Aber das ist ja nicht das Problem. Man muss ja nicht die Figur nehmen, sondern kann auch anteilen. Zum Schluss haben wir hier noch die Foto-Ads-Teile. In den Foto-Ads-Teilen befinden sich einmal die Scharniere für die Türen, um alle vier Türen offen darzustellen. Dann noch Grills mit Lüftungsgittern und andere kleine Teile, die wahrscheinlich an die Stoßstangen kommen werden. Diese Beule mache ich jetzt nicht auf, den lasse ich mal zu. Am Ende vom Video werde ich jeden einzelnen Gießast nochmal in der Nahaufnahme mit einem Foto darstellen. Da könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe anschauen. Kommen wir nun zu den Zusatzteilen. Ich habe mir zusätzlich zum Bausatz zwei Zurüstsätze der Firma Legend geholt und einmal von Voyage Models. Fangen wir erstmal mit den Zurüstteilen der Firma Legend an. Wir haben hier einmal den kompletten MG-Stand aus Foto-Ads-Teilen
mit zusätzlicher Granatwerfer und anderer Bewaffnung. Dann haben wir hier nochmal ein Anti-AED-Device, was den Explosion von selbstgebauten Sprengkörpern verhindern soll, indem die Funkquellen gestört werden. Und von Voyage Models haben wir hier nochmal ein Kaliber 50 aus Resin mit Metalllauf und anderen Zurüstteilen noch. Das zeige ich euch jetzt gleich im Detail. Dies ist der Zurüst im G-Stand mit der Teilnummer LF1192, Made in Korea, von der Firma Legends. Machen wir den mal auf. Wie wir sehen, haben wir gleich mehrere und viele Teile. Wir haben eine kleine Anleitung mit der Teileübersicht der Resin-Teile sowie der Proto-Ads-Teile, wie was verbaut und gebogen werden muss. Und nochmal das Einsetzen der extra Panzerglasscheiben. Hier haben wir aus Resin einen sehr detailreichen oberen Teil des Turmes oder des Daches, wo das MG befestigt wird, und der Drehkranz. Hier auch aus Resin nochmal einen alternativen Drehkranz. Dann haben wir hier, was besonders ist, diese kleinen Punkte, die werden abgetrennt. Das sind die ganzen Nietköpfe für die Verschraubung der Panzerglasscheiben. Da haben wir den Deckel des Turmes, den Zumachen der Luke. Und noch zusätzliche Außenspiegel, wie noch andere kleine Teile wie Scharniere. In der Tüte befindet sich das Wichtigste mit. Hier haben wir einmal neue Panzerglasscheiben aus Plexiglas. Die wirken jetzt ein wenig milchig. Das liegt daran, dass eine Schutzfolie auf beiden Seiten ist, damit die nicht zerkratzen. Dann haben wir hier nochmal ein Messingdraht zum Biegen für die Außenspiegel, für die Halterung. Und dann jede Menge Proto-Ads-Teile. Und wie man es auf dem schon sieht, kann man ahnen, was es ist. Einmal die Seitenteile, Rückwand sowie das Panzerschild, das Drehbare. Und hier nochmal verschiedene Teile. Im Bau werdet ihr dann ganz genau sehen, wo welches Teil hinkommt. Hier haben wir jetzt das Anti-AED-Device, das Rhino. Dann haben wir Teilnummer ist LF12A6, auch als 35. Wenn wir die Schachtel öffnen, die ist deutlich übersichtlicher, da sind weniger Teile drin. Zum einen haben wir hier eine kleine Bauanleitung auf einem Zettel, wie man sieht, wie man den Trägerrahmen biegen muss und das Kabel anbringen muss. Auf der Rückseite ist weiter nichts. Hier haben wir einmal das Kabel. Für mich fühlt sich das an wie ein ummantelter Draht. Der ist mit Kunststoff ummantelt. Innen drin hat er Metall. Lässt sich bestimmt sehr schön verarbeiten und biegen. Und hier haben wir eine Tüte mit Proto-Ads-Teilen und einem Resin-Teil. Dann haben wir einmal das Rhino Device an sich, die Störantenne, die man abtrennen muss. Und noch die ganzen Metallhalterungen, wo dann das Gerät an der Stoßstange befestigt wird. Und zum Schluss haben wir hier noch von Voyage Models den Zurüstsatz für das Kaliber 50, / für den Granatwerfer.
haben wir hier einmal eine sehr schöne Bauanleitung. Wieder Übersicht aus Resin und Metallteilen. Der komplette Körper des MGs ist aus Resin und dann wird er ergänzt durch Metalllauf und Fotoätzteile. Wie man gesehen wird. Was schön ist bei dem Bausatz, sind wirklich kleine Patronen dabei. Das sind zwar nur 4 oder 5 Stück mit dem Munitionsgurt, die dann eingeführt werden, aber das sieht bestimmt am Ende richtig toll aus. Und hier ist Magnum, das Kaliber 50 und die dazugehörigen Teile, die man braucht, sowie die Biegevorschriften. Hier in diesem Bausatz ist auch nochmal ein extra Gunshield drin mit Panzerglasscheiben. Hier sieht man den wunderschön gedrehten Messinglauf, den Körper aus Resinteilen und hier, wenn man es erkennen kann, einzelne Patronen des Kaliber 50 auch schon gedreht, wie ein Stück Draht nochmal und Teile für die Aufhängung des MGs wie das Gunschild. Das wird zwar sehr viel Arbeit nochmal machen oder zusätzliche Arbeit bringen, aber ich denke mal, das wird das Modell definitiv sehr stark aufwerten. Der Humvee-Bausatz macht einen sehr guten Eindruck aufgrund seiner Aktualität. Der ist ja noch nicht alt und noch nicht lange auf dem Markt. Die Zusatzteile werden den wirklich sehr cool dastehen lassen und auch sehr gut in mein zukünftiges Irak-Diorama passen. Und deswegen sage ich erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis denn, euer Ben.